Akkumulatoren. Der Modell Bleiakkumulator. Zwei Bleibleche werden als Elektronen in verdünnte Schwefelsäure, die eine Konzentration von ca. 20% hat, getaucht. Zum Aufladen des Bleiakkumulators wird eine Spannung von etwa 9 Volt mithilfe einer Blockbatterie angelegt. Die Oberfläche der beiden Elektroden wird dabei genau beobachtet. Nach dem Abschalten der Spannungsquelle werden die Elektroden zum Entladen des Bleiakkumulators über ein Glühlämpchen miteinander verbunden.